Also, wie bei der lieben Grundhilde, wo man in den Kessel reingeht, geht's jetzt hier mit dem Aufzug nach oben. Man kann den Kessel, der einen auf das Top-Gebäude positioniert, aber das Ding ist hier, kann man sich auch eingehen. Oh, Bücherei. Dummköpfe, ich kann kaum glauben, dass ihr mir in meine persönliche Pulverisierungskammer gefolgt seid. Ach nicht? Ich glaube, auf dem Fahrstuhlknopf stand Schreibwarenlager. Euer Hausfriedensbruch findet hiermit ein Ende, schäbiges Du. Ich werde euch überflüssig machen und die Pages werden mir gehören. Und mit ihrer Macht. Was? Und mit ihrer Macht wird unsere Organisation die Geschichte des Universums neu schreiben. Macht euch bereit für mein beeindruckendes kurzfristiges Wachstum. Aha. Capital B, durch Crowdfunding finanzierter Konzernfiesling. Ah. Das Tonikum stand nicht auf Wendys Getränkekarte. Lass uns den Typen eine Lektion erteilen, Layli. Na komm her, Capital B. Aua. Aha. Okay. Aha. Was muss ich tun? Ah. Ich muss ihn so hauen, kann das sein? Aua. Was muss ich tun? Hä? Ich check's nicht. Ach, warte, muss ich die zurückschleudern vielleicht, wenn er die wirft? Kann das sein? Na, vielleicht auch nicht. Nee, also zurückschleudern ist nicht. Hä, hey, was muss ich jetzt hier machen? Okay. Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Okay, Energie ist alle. Ich muss Energie aufladen. Ja. Ich kann irgendwie kein Damage machen. Hä? Bin ich doof? Okay, da dreht er sich einfach bloß. Hä? Hä? Ich check's nicht. Hä? So, also, durch mein Lieber, durch Crowdfunding finanziert der Bösewicht. Wie kann ich dich besiegen? Also, wenn ich zu nah rankomme an den, dann schlägt er um sich. Ah, so kann ich die Bienen vertreiben. Ja, wie damage ich ihn? Das check ich nicht. Ah, okay. Ich muss ihn umstoßen und dann kann ich... Okay, jetzt habe ich es gecheckt.
So, irgendwo. So, okay, das geht schon mal gar nicht mal schlecht. Zack. Ah, ist einmal Boden mit dir. Aber man muss einfach mal alle Attacken ausprobieren, was man hat. Das ist so bei diesen Spielen, da musste man rausfinden, wie man Gegner besiegt. So. So. Aua! Direkt in meine Aktien! Quack! Sie fauler Vogel! Senden Sie mir Firmi-Verstärkung! Und was immer Sie tun, passen Sie auf, dass die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln! Was? Achso, die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten. Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vom Fließband. So. Munitionskisten. So. Das ist schon mal. Oh, ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren gerade. Nee. So. So, treffe ich ihn. Mache ich Damage ich den eigentlich gerade oder. Mache ich hier nur irgendwas? So. Das ist total lustig, dass der Quack natürlich die Munitionskisten verwechselt. Der ist so inkompetent. Ohne die Puss wäre doch gar nichts. So. Na komm, jetzt ist aber gut hier. Wie viele Treffer verträgst du denn? Das Einzige, was ich gerne hätte, wäre ein Lebensbalken, wirklich. Das wäre echt schön. Aua, genau reingelaufen, natürlich. So. Juckt es den jetzt eigentlich auf oder muss ich den anders treffen? Okay, scheint ihn zu stören. Jetzt steht er nämlich. Sehr gut. Es ist Zeit, diesen Führungsstreit auf die nächste Stufe zu eskalieren. Ich muss selber drücken. Quack! Aktivieren Sie die Wand- und Dachlaser! Okay, die Knöpfe sehen alle gleich aus. Quack! Sie Vogelhirn! Huch! Ich glaube, das Telefon klingelt. Ich geh mal ran. Ja. What the fuck? Mist! Nicht jetzt! Ah. Ah, okay, er steckt dann fest irgendwann. Das ist cool, dann steckt er irgendwann fest, okay. Ah, Moment, er macht's nochmal. Es wird Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren und eure Schmerzbeteiligung zu erhöhen. Aha.
Ach, blöder Stock. Oh, das ist echt fies. Das Blöde ist einfach, dass ich die Dinger nicht tot kriege, die Bienen nicht schnell genug tot kriege. Alter, wie lange geht denn das noch? Ich habe fast kein Leben mehr. Natürlich, zwei Bienenstöcke, fantastisch. Oh, oh. Ziehen! Okay. Na klar! Das ist doch nicht im sein Ernst. Oh, die Dinge werden auch immer... Willst du mich eigentlich trollen? Na toll. Es wird Zeit, dass Capital B in die Höhe schnellt und explosive Werte entwickelt. Typen wie ihr lernt es nie. Ihr bringt euch immer selbst zu Fall. Aha. Oh, sensationell. Schutzschilde aktivieren. Ach, ich muss das auf... Aber ich muss das auf ihn jetzt lotsen. Na gut. Ja. Na gut. Das wird jetzt lustig. Man muss alle Fähigkeiten... Meine Bossen oder meine Endgegner war das immer cool. Man musste immer alle Fähigkeiten nutzen. Zum Glück habe ich so viel Energie. So. Reicht das? Nee. Ach komm! Täusche mich über das Ding schneller. Machen wir es mal so, machen wir es mal kaputt erstmal. So. Mann, Mann, Mann. Ich muss echt ein bisschen konzentrieren, sonst habe ich auch kaum noch Leben. Das ist ein bisschen doof. Also schön, dass der mir die ganze Zeit so Stacheln hier rausscheißt. Ach komm! Nein, ich wollte ein Schild anmachen. So, zack, nach oben. Ich glaube, so geht's ganz gut eigentlich, wenn ich hinrolle auf die andere Seite. Ach nee, jetzt fliegt der auch noch weg. Willst du mich verarschen? Der ist jetzt gar nicht fies. Wobei es sogar einfacher jetzt hat. Das ist sogar echt einfacher gerade, wenn er fliegt. Ach komm! Ich sterbe jetzt hier echt noch. Das ist echt fies. Ich sterbe hier. Ich habe keine Energie mehr.
Nein, ich wollte ein Schild machen. Ich hatte keine Energie mehr. Ah, ich hätte mal Schmetterlinge, das wäre schön. Ja. Das ist ein Problem. Ja, das ist halt beschissen. Wenn du keine Energie hast, du kriegst hier nirgendwo Energie her. Ach komm, und wieder von vorne alles wahrscheinlich. Ja, toll. Fängt ja gut an. Mann, das ist so lästig. Ja. Wo ist er denn? Da hinten. Ach komm, jetzt leck mich doch. Das ist doch nicht dein Ernst. Da erwischt er mich halt, weißt du? So, könntest du bitte mal... Der hat mich jetzt echt am Vorbeifliegen erwischt. Mann. Na komm jetzt. Halt. Aua, direkt in meine Aktien. Quack, Sie fauler Vogel. Senden Sie mir Firmi-Verstärkung. Und was immer Sie tun, passen Sie auf, dass die Firmi-Kisten nicht mit den Munitionskisten verwechseln. Sie sind unterwegs, Sir. Direkt vom Fließband. Ach, leck mich doch jetzt. Ja. Leg den nur direkt vor mich hin, ist gar kein Problem. So. 8000 Eiseier wieder drauf schießen auf ihn. So, erwischt. Nochmal erwischt. Geil. Oh, fast reingelaufen. Die zwei Treffer, die ich jetzt kassiert habe, sind eigentlich total dämlich. Weil die halt dafür sorgen, dass ich jetzt später weniger Leben habe. Jetzt weiß ich zwar, wie ich ihn besiegen muss, aber... Also wie ich bis zu dem Ding mit den Stacheln halt ihn besiegen muss. Aber ansonsten wird es schwierig. Aber was danach kommt, weiß ich nicht. Vermutlich noch 800.000 Gemeinheiten. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Geil. Oh, Gott sei Dank. Es ist Zeit, diesen Führungsstreit auf die nächste Stufe zu eskalieren. Quack! Aktivieren Sie die Wand- und Dachlaser. Okay, die Knöpfe sehen alle gleich aus. Ja. Quack, Sie Vogelhirn! Huch! Ich glaube, das Telefon klingelt. Ich gehe mal ran. So, das lief ja vorhin einigermaßen gut, bis die Stelle, wo die Bienen kamen. Da haben sie mich dann immer erwischt, weil es echt eine beschissene Stelle war, weil du nicht so schnell die Dinger machen kannst. Es wird Zeit, in mehr Giftmodder zu investieren und eure Schmerzbeteiligung zu erhöhen. Hä, warum hab ich denn nicht jetzt Kropfen erzählt? Weil die Bienen da im Weg waren, oder was? Das heißt, ich muss echt erstmal die Bienen loswerden dann. Oh, aber das ist gar nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach, die Bienen da loszuwerden, weil du echt sau wenig Zeit hast. Das ist irgendwie blöd. Also hat durch Zufall jetzt funktioniert gerade, aber
Das wird nicht dauerhaft so funktionieren. Ich muss halt warten, bis die beknackten Bienen halt bei mir sind. Wow. So. Da klemmt der Stock wieder. Ciao. Ja, Capital B. Was schön ist hier, sein ganzes, sein ganzes Bücherregal alles jetzt weg ist, sein ganzer Lagerraum. Nur noch Giftsäure hier rumschwirrt. Na toll. So, weg. Hab mich leider trotzdem erwischt. Es wird Zeit, dass Capital B in die Höhe schnellt und explosive Werte entwickelt. Typen wie ihr lernt es nie. Ihr bringt euch immer selbst zu Fall. So. So, ich muss Energie sparen. Das ist das Wichtigste, dass ich hier immer maximale Energie habe. Das bringt nichts. Nee, vergiss es. Wieso hat das nicht funktioniert? Ich hab doch drauf gedrückt auf die verkackte Taste. Es geht doch so sauschnell. Warum geht das? Ging das gerade nicht? Das ist doch nicht wahr. Ja klar. Na, es ging doch. Ich muss leider jetzt Energie tanken erstmal, sonst geht's nix. Sonst geht hier nix. Hallo, Energie. Es wäre schön, wenn du mal auftanken würdest. Ja, Alter, das ist doch beschissen, ist doch das, wenn du keine Energie hast und du kannst nirgendwo die Energie aufladen. Ja, komm. Fuck off, echt. Das ist unfair, weil du kaum, weil du kannst die Energie nirgendwo aufladen hier. Mann. Ja, komm, ist klar. Mann. Ja klar, der zweite Treffer hat ihm gar nichts mehr gemacht. Ach so, drei jetzt, na klar. Mach noch mehr. Ja, komm! Also jetzt wird's echt lachhaft. Vor allem, ich habe keine Energie mehr. Ich kann die Energie auch nicht mehr aufladen, weil ich kann den von den Dingern nicht abhauen. So, was mach jetzt, ja? Ich darf keine Energie verwenden. So, ich darf keine Energie verwenden, weil sonst... das ist bescheuert. Das ist doch mega dämlich! Ich darf keine Energie verwenden jetzt, weil sonst lädt sie sich nicht auf, aber ich kann ohne Energie halt nichts machen. Das ist doch mega beschissen. Ja, ich bin tot. Das kann ich vergessen.
Ja, klar. Ja, klar, kommt. Ist doch nicht euer Ernst. Ach komm, ist das dein fucking Ernst jetzt? Man sieht halt auch nichts, weil die Kamera immer so beschissen umschwenkt. Alter, komm, ist das dein scheiß Ernst? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst jetzt. Ja, ich bin tot, das war's. Alter, das ist doch beschissen, diese Stelle. Das ist so behindert einfach, weil die Kamera auch noch permanent umschwenkt und nicht weißt, wo du eigentlich hinfliegst. Ach, komm. Das ist doch mega beknackt einfach. So was Dämliches einfach. Also das muss ich sagen, das war bei Banjo-Kazooie war das schöner. Weil das war das von der Steuerung her, also von der Kameraperspektive, warst du halt immer nach vorne gerichtet einfach. Das war irgendwie, weiß ich nicht, das war fairer. So, Klappe. Ich hab Bock, mal was vorzulesen. Mann, Mann. Oh, das Mikro aus. Warum auch immer, jetzt war das Mikro aus. Ich will bloß die Minions erstmal platt machen. Weil die nerven mich am meisten gerade. Der stört mich gar nicht mal so sehr hier. So, erwischt. Na, komm her. Wenigstens will ich jetzt mal hier keine Leben, das ist schon mal was. Mann. So, komm her. Das war Maschine. Du, wenn es mich jetzt getroffen hättest, du Alter, ich hätte dich sowas von windelweich geprügelt. So. Na komm. Hab ich's? Nee, immer noch nicht. Eine glaube ich noch, oder? Oder auch noch mehr. Ich habe keine Ahnung, wie oft man ihn treffen muss. Es ist doch nicht dein Ernst. Jetzt hat er mich echt getroffen. Oh. Toll, jetzt ist vorbei. Schön. Ach, Mann. So, mach hin. Geh was trinken. So, quack das Vogelhirn. Ja, Telefon klingelt, fantastisch. Wo ist er? Da hinten. Mir ist gerade echt warm, weil es hier mega warm ist auch noch. Das kommt noch erschwerend hinzu. So. Na komm. Ah ja, diesmal hat es nicht gereicht von der Attacke her. Gerade hat es gereicht, dass wenn ich ihn getroffen habe, dass er sofort mit dem nächsten Dingens kam. Jetzt klappt es irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Aha. So, ja, Giftmodder. Ja, komm, hör auf zu reden. Boah, da musst du echt mega schnell sein.
Hey, diesmal geht es nicht in der Runde. Letzte Runde ging es mit jedem Ding, und zwar instant halt die nächste Runde angekündigt. Ja, nicht stampfen! So. Okay, jetzt aber. Boah, Alter. Das ist echt anstrengend hier gerade. Ich würde gerne mal wissen, ob es irgendwie einen Trick gibt, dass man halt die Energie wieder voll kriegt. Explodieren? Natürlich explodieren die, ist klar. Na, ach komm! Ach, blöder Stock. Ja, hat gut funktioniert diesmal. So, ciao. Ein Schlag fehlt immer. Es ist nur ein Schlag, der fehlt, und dann... Mann. Das Problem ist, ich habe jetzt trotzdem wieder zwei Herzen zu wenig. So. Ah, okay. Muss genau draufhalten immer. So, ja. Die Höhen schnellt und da alles erobert. Finde ich gut. So, und dann fällt er. Ich hoffe, das ist das letzte Dingens dann. Dass das der letzte Angriff von ihm dann ist. Vielleicht müsst ihr irgendwie ein Tonikum nehmen, was Regeneration bietet noch. Ja. Wieso ist der jetzt weggegangen? Das gibt's doch nicht! Wieso ist jetzt das Schild weggegangen? Das gibt's doch nicht, das ist doch echt beschissen. Ich habe die Taste halt permanent gedrückt, aber trotzdem ist das Schild weg. So, ich möchte mal Energie wiederherstellen, bitte. Wieso geht das Schild weg? Das gibt's doch nicht! Mann! Komm, ich will bloß die scheiß Energie auffüllen. Ja, genau, flieg halt noch durch ihn durch. Ist ja, ist klar. So, das Tolle ist, der zweite halt nicht mehr trifft dann. Komm, du hast so viel Energie und es bringt dir einen Scheiß, weil du einfach... Weil du immer erwischt wirst. Mann. Vielleicht weniger auf Defense spielen und mehr auf Offensive. Wäre vielleicht eine Strategie.
Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, der fliegt viel schneller als ich. So, jetzt bin ich tot. Das war's. Ende. Schicht im Gelände. Ich sehe nichts. Na, endlich. Was ist das? Ich habe nur meinen Job gemacht, ihr Dumpfbacken. Aber einen schlechten Job, Herr B. Der Vorstand wird mit Ihrer Leistung überhaupt nicht zufrieden sein. Ich sollte Sie melden. Nein, warte. Ich kann noch gewinnen. Verpfeifen Sie mich nicht. Moment mal. Ich dachte, Capital B wäre der Boss hier. Ach, er ist auch nur ein Rädchen im Getriebe. Ich bin hier, um die wichtigen Fakten und Fragen im Auge zu behalten. Und dann den wahren Bossen in Form einer anschaulichen Präsentation vorzulegen. Das erklärt die Quizfragen. Wie dem auch sei, die Zeit für Gequatsche ist vorbei. Wir nehmen uns jetzt unser Buch zurück. Halt, ihr Narren! Ihr habt keine Ahnung, was sein wahrer Zweck ist. Wenn Weil es in die Finger kriegt, werden wir die Welt beherrschen. Still, Happy. Wir sind vertraglich gehalten, betriebsfremden Personen keine geheimen Informationen zukommen zu lassen. Wie dem auch sei, wir werden das Einbuch jetzt zurücknehmen und euer Abenteuer ein für alle Mal beenden. Hallo, ist das hier der Erste-Hilferaum? Blasto, was machst du hier? Ich habe etwas anderes im Hals stecken. Ich brauche Hilfe. Oh nein, gleich komm. Du durchgeknallte Kanone. Wir wollten gerade die Ente vermöbeln und alles über ihre geheime Organisation in Erfahrung bringen. Mir geht schon viel besser, danke! Es ist nichts Schlimmes passiert, Blasto. Immerhin haben wir endlich Ladies Buch zurück. Und die bösartigen Pläne von Hibori Towers durchkreuzt. Das magische Buch landet direkt im Tresor, wenn ich wieder zu Hause bin. Es wird noch an Wert zulegen. Kommt, Leute, lasst uns zur Schiffsbruchbucht zurückgehen und ordentlich feiern. Sehr cool. Ach cool, jetzt sind alle Leute hier aus den Büchern auch da. Geil. Oh, schöne Musik. Ach schön, alle sind sie hier. Eine grandiose Party, junge Krieger. Hättet ihr etwas dagegen, euch auf eine hehre Quest zu wagen und mehr Kuchen zu beschaffen? Ich glaube, du hattest genug.
Lasst uns nicht streiten. Wir sind alle hier versammelt, um die heldenhaften Taten des bravourösen Blasto zu feiern. Ja, wirklich bravourös. Das wandelnde Pulver, was hätte uns fast die Köpfe weggepustet? Eine Frage, Leute. Was genau habt ihr mit diesem zwielichtigen Schurken Capital B angestellt? Um den brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Kratos, dank Layli und mir ist das Kapitel dauerhaft abgeschlossen. Manometer, das ist prima. Wenn ihr noch ein paar solcher Abenteuer besteht, könnt ihr euch fast echte Helden nennen. Fast? Ich habe Kopf und Kragen für dieses Spiel riskiert. Beruhig dich, Layli. Es wird in der Zukunft sicher noch reichlich Gelegenheit geben, unseren Heldenstatus zu verbessern. Jetzt lasst uns erstmal zurücklehnen und den riesigen Abspann genießen. Ja, Playtonic Team, ja, und das war dann Yooka-Laylee. Dann haben wir es endlich durchgespielt. Ich lasse kurz die Credits durchlaufen. Wir sehen uns dann gleich danach wieder. Also bis gleich. Tschüss.